Hier zeige ich, wie man die Höhe und den Flächeninhalt in einem gleichseitigen Dreieck berechnen kann, beziehungsweise die zugehörige Formel aufstellen kann. Ich zeichne erstmal ein gleichseitiges Dreieck. Gleichseitiges Dreieck heißt, dass alle drei Seiten gleich lang sind. Nicht verwechseln bitte mit gleichschenkligem Dreieck, denn da sind nur zwei Seiten gleich lang. So, ich versuche das mal per Freihandskizze. So einigermaßen habe ich es hingekriegt. Das heißt, hier ist die Seitenlänge a, hier ist die Seitenlänge a und hier ist nochmal die Seitenlänge a. Das heißt gleichseitig. Wie kriegt man jetzt eine Formel für den Flächeninhalt raus? Dazu brauche ich die Höhe und die Höhe kriege ich über den Satz des Pythagoras. Ich zeichne mal eine Höhe ein. Da ist sie. Und habe ein rechtwinkliges Teildreieck, zum Beispiel hier auf der linken Seite. Weil ein gleichseitiges Dreieck natürlich auch gleichschenklig ist, macht die Höhe was ganz Besonderes, nämlich sie teilt die Seite a in zwei gleich große Teile. Das heißt, ich habe hier die Strecke a halbe und hier nochmal die Strecke a halbe. Das ist nicht immer der Fall. Ich zeige mal ganz kurz ein allgemeines Dreieck. Also wenn ich jetzt hier ein anderes Dreieck skizziere, die Höhe ist ja festgelegt dadurch, dass sie durch den gegenüberliegenden Eckpunkt und senkrecht auf die Seite geht. Das heißt, die Höhe allgemein ist ungefähr so einzuzeichnen. Und man sieht, dass dieses Einteilen in zwei gleich große Hälften nicht immer der Fall ist, aber bei einem gleichschenkligen Dreieck und damit auch beim gleichseitigen Dreieck gegeben ist. So, ich lösche das mal wieder und setze mit dem Satz des Pythagoras für das linke grün schraffierte Teildreieck an. Dann gilt h² plus a halbe zum Quadrat, die Klammer ist wichtig, ist gleich a². Und das möchte ich jetzt nach h auflösen. Das heißt, ich rechne erst minus a halbe zum Quadrat. Dann steht da, h² ist gleich a² minus a halbe zum Quadrat. Die Klammer kann ich einfach auflösen. Bei mal und geteilt ist das kein Problem. Da kann ich einfach Zähler zum Quadrat nehmen und den Nenner zum Quadrat. Bei Plus und Minus gibt es ja die etwas komplizierteren binomischen Formeln, aber hier ist es ganz einfach. Dann schaue ich mir das Ganze an. Das ist ein ganzes a Quadrat und davon ziehe ich ein Viertel a Quadrat ab und übrig bleiben 3 Viertel a Quadrat. Jetzt ziehe ich aus dem ganzen Ausdruck die Wurzel. Und dann bleibt da stehen Wurzel aus 3 Viertel a Quadrat. Dann gibt es noch beim Wurzelziehen etwas, das man unter teilweises Wurzelziehen kennenlernt. Das heißt, man zieht alles aus der Wurzel raus, was man rausziehen kann. Die 3 kann man nicht rausziehen, deswegen bleibt die unter der Wurzel. Wurzel aus 4 ist 2, das heißt, das kann raus. Und Wurzel aus a² ist a, das kann auch raus. Um eventuell negative Vorzeichen muss ich mir bei Streckenlängen ja keine Gedanken machen. Damit kann ich dann auch die Fläche des Dreiecks allgemein als Formel aufstellen. Das ist dann Groß A ist ja allgemein definiert als 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Die Grundseite ist hier die Seite A. Und die Höhe habe ich gerade darüber als Formel aufgestellt. Das ist Wurzel aus 3/2 mal A. Und dann kann ich das Ganze zusammenfassen. Wurzel aus 3 bleibt im Zähler stehen. 2 mal eine 2 im Nenner macht eine 4 im Nenner. Das ist Wurzel aus 3 Viertel. Und A mal A ist A². Und das war es dann auch schon für dieses Video.